In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Herausforderung des toten besten Freund abschließt, bei der ihr euch mit einem Höllenhund anfreunden müsst. Und zwar gibt es an verschiedenen Stellen auf der Karte so welche Hundehütten und die sind immer irgendwo anders, Leute. Aber wenn ihr in der Nähe seid, dann erscheint dieses Symbol auf der Minimap und dort befindet sich dann die Hundehütte. Ich weiß nicht, wo alle Locations sind, doch eine befindet sich noch oben links in der Altstadt. Ich habe auch gehört, dass die Stärke des Höllenhunds zunimmt mit der Schwierigkeit des Ortes, an dem ihr den Hund zähmt. Wenn ihr dann an der Hütte seid, könnt ihr mit diesem interagieren und ihr habt hier 4 freie Felder. Diese Felder müsst ihr jetzt mit Fleisch füllen und den Hund füttern. Das Fleisch bekommt ihr von ganz normalen Zombies, Leute. Ihr müsst diese töten und diese droppen den dann. Hierfür würde ich euch empfehlen, das Ganze an einer Exfiltration zu machen, weil dort spawnen halt eine Menge Zombies und ihr kriegt das wesentlich schneller hin, als wenn ihr normal rumlaufen würdet. Wenn ihr dann 4 Fleischstücke habt, dann geht wieder zurück zur Hundehütte und setzt sie dann in diese 4 freien Felder ein, um den Hund zu füttern. Wenn ihr das gemacht habt, explodiert die Hütte und kurze Zeit später kommt dann der Höllenhund raus und ist euer Verbündeter und begleitet euch durchs Spiel. Und natürlich werde ich euch informieren, sobald ich alle Locations von diesen Hunden kenne. Und dann werde ich auch direkt ein Video dazu hochladen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like und Abo da lassen, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.